So. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Gärtnerland. Ja, heute mal wieder irgendwie ein altgewohntes Bild aus der Werkstatt. Heute mal nicht irgendwie unterwegs oder so. Ich habe auch die ganze Woche über nichts großartig gefilmt. Ich hatte euch ja von diesem nervigen Konten. Also das wird so ein bisschen Talk-Video und ich will euch gleich... Ja, ich habe ein paar neue Sachen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist im Moment alles hier gerade ein bisschen Chaos und der ganze Kofferraum vom Amarok oder die Ladefläche ist auch proppenvoll. Ich bin gerade dabei, jetzt hier ein bisschen auszumisten, ein bisschen aufzuräumen, aber es ist echt, also das ist nichts, was man mal eben an einem Tag hier irgendwie schafft oder so, ne? Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Das hört sich immer so an, mal eben die Werkstatt aufräumen, aber irgendwie habe ich so viel Zeug, das ist unnormal, ne? Also eigentlich denkt man so, was braucht man denn, ne? Eine Kettensäge, ein paar Schraubenzieher, weiß der Geier, ein Hammer und dann ist gut, nicht? Aber oh, wenn ich hier gucke, so was ich für Zeug habe, aber das Witzige ist, ich benutze das auch, ne? Also ich benutze es jetzt nicht jeden Tag, was hier so rumliegt oder so. Aber ich sag mal so 90% von dem, was hier rumliegt, benutze ich auch immer. Also ich brauche das immer irgendwie mal, ne? Ja, also, so, heute wird es so ein bisschen Talk. Oder fangen wir erst mit dem Vorstellen an, ne? Das zeige ich euch gleich. Ja, wie gesagt, Woche war echt anstrengend. Nächste Woche wird es ähnlich anstrengend werden. Diese Woche war ich mal viel für diesen einen Kunden unterwegs, der so ein bisschen nervig war. Ich hatte euch das ja erzählt. Der rief mich natürlich noch am... Also, wann hatte ich denn das Video hochgeladen? Am Mittwoch, glaube ich, ne? Also, am Mittwoch hatte ich, glaube ich, mit ihm telefoniert. Am Donnerstag hatten wir auch noch wieder telefoniert. Oh, der Stuhl... Ihr kennt diese Videoszene, ne? Wo der Stuhl immer bricht. Irgendwas ist hier gerade... Ja, entweder krache ich gleich komplett weg, oder... Ja, ich glaube, ich muss diesen Stuhl werde ich dann auch mal aussortieren. Ja, der rief mich also auf jeden Fall am Mittwoch auch noch mal an abends. Am Donnerstag rief er mich auch noch mal an. Und hat er mich gefragt, ob ich denn dann wirklich am Freitag komme. Ich sag ja. Ich sag außer wenn es stark regnet. Oder nee, er sagte auch wenn es stark regnet. Ich sag nein, dann nicht. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall da und stelle diese beiden Zaunelemente auf. Okay. Am Freitagmorgen rief er mich dann auch nochmal wieder an, so gegen 8:30. Ich dachte, so, was haben wir denn nun? Ja, meine Enkelkinder, die sind irgendwie krank. Jetzt haben mich meine Kinder angerufen, ob ich nach Hamburg komme und die so ein bisschen unterstütze. Und kommen sie denn auf jeden Fall? Ich sag, geplant ist das. Ja, dann würde ich zur Not hier bleiben. Ich sage, nein, brauchen Sie nicht, fahren Sie nach Hamburg. Ich sage, einen Zaun aufstellen kann ich schon alleine. Oh ja, das wäre ja total super und total toll. Und da könnte er nach Hamburg fahren. Ich sage, fahren Sie mal nach Hamburg. Ich mache das hier schon. So, ja. Habe ich dann noch gemacht, ne? Zwei Sichtschutzelemente aufgebaut. Sebastian kam noch, hat mir noch geholfen. Und dann haben wir noch Mutterboden geholt, haben den noch zu einem anderen Kunden gebracht und haben da noch irgendwie Thuja-Hecke aufgeladen samt Wurzeln, das noch zum Entsorgen gebracht. Also ich war Freitagabend dann auch irgendwie total durch. Ja, heute stecke ich hier irgendwie den Tag in der Werkstatt und habe irgendwie überhaupt nichts geschafft hier in der Werkstatt. Also es sieht etwas ordentlicher aus, aber ich müsste bestimmt hier noch locker einen ganzen Tag investieren. Und ich müsste eigentlich mal irgendwie den ganzen Anhänger mit Müll voll machen und wegfahren. Ich muss mich da erstmal erkundigen, ob das so einfach geht oder ob man das irgendwie so ein bisschen noch trennen muss oder ob man das einfach dann so als Gerümpelmüll oder so entsorgen kann. Naja, muss ich mal schauen. Ja, was geistert noch die ganze Zeit rum? Der gute alte Corona-Virus. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ne? Ich will da auch gar nicht viel von labern, weil man hört die ganze Zeit nur irgendeine Scheiße darüber.
Allerdings, ich ertappe mich selber auch irgendwie dabei, wie ich mir jetzt doch irgendwie öfters mal die Finger wasche und so, ein bisschen Abstand halte. Ja, aber... Oh, versprochen, ich kaufe nichts irgendwie großartig auf Vorrat, ne? Wenn bei mir das Klopapier ausgeht, ja gut, dann nehme ich halt Zeitungspapier oder so, ist mir auch egal, oder Putzlappen oder stell mich unter eure Dusche danach oder so. Ja, ist halt so, keine Ahnung, ich kaufe jetzt hier nicht einen Anhänger voll Klopapier oder sowas. Ja, es ist geil. Letztens wollte ich Mehl kaufen, normal steht da aber eine ganze Palette voller Mehl. Ich sag, wo ist denn das Mehl, sagt die Verkäuferin, ja, Mehl ist aus. Ich sag, wie Mehl ist aus? Ja, nee, Mehl ist alles alle. Jetzt guckt ihr da in ihrem Computer nachher. Ja, nee, kriegen wir auch nicht rein erstmal. Ich sag, kein Mehl mehr? Alter. Ey. Was, da muss ja jeder irgendwie, keine Ahnung, eine Palette voll Mehl irgendwie sich zu Hause bunkern, oder? Kann doch nicht angehen. Seid ihr alle bekloppt, oder was? Mann, Mann, Mann. Ja, keine Ahnung. Also Hauptsache, ich kriege überhaupt noch irgendwas zu essen im Supermarkt da. Jetzt gehen sie ja bestimmt mal alle nicht mehr einkaufen. Aber alle Angst, sich anzustecken oder so. So, genug gesammelt. Ich gehe jetzt mal. Nein, also nicht ich gehe jetzt mal, sondern ich gehe jetzt mal irgendwas holen. Wie machen wir das denn? Ich, weil das ziemlich schwer ist, schwenke mal ein bisschen die Kamera. Wir räumen mal hier die Handschuhe weg und den Schrauber. Dann könnt ihr immer noch nicht viel sehen. So, weil da steht dann noch das Schärfgerät vor, aber egal. So, ja, was habe ich mir Neues dazu gekauft wieder? Ich muss es reinholen. Ich habe das Ganze nämlich schon weggeräumt. Ja, ihr könnt es nicht sehen, weil das doofe Schärfgerät da auch noch vorsteht. So, weggeschraubt. Ja, was ist das? Ich habe sowas schon mal vorgestellt. Das hier ist jetzt quasi nochmal eine stärkere Version davon. Und zwar, das ist ein Greifzug. Das habe ich in einem Video schon mal vorgestellt. Der hier schafft 3,2 Tonnen Zugkraft. Also das ist echt ein fetter Apparat, muss ich sagen. Also das ist auch von der Verarbeitung. Hier kann man so ein bisschen reingucken und so. Das ist schon echt schick, das Teil, ne? Das ist auch alles schön gefettet da drin und so. Da könnt ihr richtig geil irgendwie Büsche mit rausziehen aus der Erde. Also, wer sowas nicht hat, der hat was verpasst, ne? Also, als Gartenlandschaftsgärtner ist das schon echt eine geile Sache. Also gerade wenn ihr so anfangt oder so, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe oder so, und fangt an, irgendwie was mit einem Spaten oder so auszugraben. Ach, da sitzt der Abscherbolzen. Aha. Okay. Ja, fangt nicht an. Das soll der Abscherbolzen sein? Okay. Hm. Naja, fangt nicht an, da irgendwie was mit einem Spaten zu machen oder so, ne? Also das Ding ist geil. Also ich kann euch das jetzt nicht vorführen, weil ich jetzt keinen festen Ankerpunkt hier irgendwo bei mir im Garten habe oder so. Und auch nichts, was ich mal eben rausziehen könnte für euch aus der Erde. Aber vertraut mir. Also wie gesagt, ich habe das Ding ja nochmal in 1,6 Tonnen Zugkraft. Und wie gesagt, jetzt habe ich mir ein 3,2 geholt, Tonnen Zugkraft, weil ich will euch mal wieder drehen. So, ich hoffe, die Position passt. Warum? Ja. Erstmal, damit ihr wirklich mal, wenn ihr irgendwie... Oh Mann, dieser Stuhl, ich gleich krache ich zusammen, ich merke schon. So, also erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum fällen will oder so. So, und er steht ein bisschen ungünstig irgendwie, vielleicht mal schräg oder so, also genau vielleicht die falsche Richtung. Das heißt, ihr könnt dann mit beiden Geräten den Baum, sag ich, einmal vielleicht zu euch herziehen und mit dem anderen Gerät
nochmal seitlich wegziehen. Ne? Zum Beispiel, ihr könnt so ziemlich fast alles damit also Hecken rausziehen aus der Erde. Das ist gar kein Problem. Das macht das Gerät ohne Probleme. Ihr könnt da wirklich, also weiß ich nicht, das ist einfach nur heftig geil, das Gerät. Ah, fehlt da, nee, doch nicht. Ich habe eben gedacht, da fehlt eine Schraube. Ja, das ist einfach nur irgendwie heftig geil, das Gerät. Wie gesagt, sei es irgendwelche Büsche, Rhododendron. Also ich werde jetzt nochmal ein Video darüber machen. Das wird jetzt vielleicht nächste Woche zum Einsatz kommen, das Gerät. Da will ich das mal testen. Und euch vorstellen. Also wie gesagt, das 1,6er haben wir vor, weiß nicht, 2-3 Wochen im Einsatz gehabt. Da haben wir komplett Thuja-Hecken und Lebensbaumhecken mit rausgezogen. Klar, das ist schon anstrengend. Von dem Gerät, ja, ich hoffe mir so ein bisschen, dass die Kraftübersetzung da vielleicht noch ein Ticken anders ist, dass es vielleicht noch etwas einfacher geht, was mit rauszuziehen. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Oder ob sich diese 3,2 Tonnen dann einfach quasi ja, einfach nur auf was anderes beziehen. Also gar nicht, dass ihr irgendwas leichter aus dem Boden holen könnt. Also man könnte jetzt denken, das andere hat 1,6 Tonnen, dieses 3,2. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, dann müsste es mit dem Gerät ja vielleicht doppelt so einfach gehen. Das glaube ich jetzt gar nicht mal. Aber die Kraft, um irgendwas vielleicht ranzuziehen oder hochzuziehen oder so, da wo bei dem anderen Gerät vielleicht bei 1,6 Tonnen Schluss ist, ich sage jetzt mal 1,6 Tonnen, schafft das eben halt doppelt so viel. Ne? Also zum Beispiel, ihr wollt damit irgendwas anheben, ne? Geht über eine Umlenkrolle oder sowas, dann habt ihr sowieso eigentlich schon die doppelte Kraft, aber das andere, sag ich mal, schafft 1,6 Tonnen oder ihr hängt das oben an der Decke an und habt unten ein Gewicht mit 1,6 Tonnen, dann könnt ihr das mit dem anderen Gerät, was ich habe, hochziehen. So, habt ihr jetzt ein Gewicht, was vielleicht 2 Tonnen schwer ist, wird es oder sollte es theoretisch mit dem anderen Gerät ja nicht mehr funktionieren, ne? Weil das ja nur bis 1,6 Tonnen geht. Dieses aber ja 3,2 Tonnen kann, also gehe ich mal davon aus, dass dieses Gerät dann also auf jeden Fall 2 Tonnen heben kann. So, ob sich das Ganze dann auch so auswirkt, dass es von der Umsetzung her einfacher zu heben ist, weiß ich nicht. Das will ich jetzt mal dann nächste Woche ausprobieren. Ja, ansonsten, warum habe ich mir das gekauft? Weil ich eben halt von dem anderen Gerät, was ich jetzt schon habe, sehr begeistert bin. Wie gesagt, die Zeitersparnis ist irgendwie so Büsche oder kleine Bäume aus dem Boden zu ziehen. Sowas von genial. Voraussetzung ist natürlich immer, dass ihr irgendwo einen festen Ankerpunkt habt. Ein Baum, ein Betonpfeiler oder was auch immer, der dem Ganzen auf jeden Fall standhält. Ihr könnt das auch machen, das haben wir jetzt auch gemacht, bei mir oben auf den Anhänger an die Halteosen, Ösen. Haben wir das andere Gerät einfach mit angeschlagen und haben uns dann die Büsche und sowas rangezogen, was natürlich ein bisschen kraftaufreibend ist, da ihr immer nur, ne, mit jeder Bewegung immer nur ein paar Zentimeter schafft. Also das ist wirklich irgendwas, um irgendwie langsam in irgendeine Richtung zu bewegen, aber nichts, um jetzt irgendwas schnell mal eben ranzuziehen oder so. Dafür gibt es andere Geräte. Da muss ich mich auch noch mal erkundigen. Es gibt so elektrische Seilwinden. Da spiele ich mal mit dem Gedanken. Ich habe sowas auch schon als Benziner gesehen, aber noch nicht irgendwie gesehen, wo man sowas kaufen kann. Wenn ihr da vielleicht irgendwie einen Link habt oder sowas, dass ich mal gucken kann, was sowas ungefähr kostet. Wisst ihr, irgendwie so eine Winch oder so, die man irgendwo am Auto befestigt, Anhängerkupplung oder weiß der Geier was, oder irgendwo am Baum festmachen kann und dann irgendwas
einen Stamm oder einen Busch oder so mal eben schnell von der Entfernung mal eben schnell ranziehen kann, ne? Über ein Seil oder sowas. Ja, was habe ich denn noch? Ja, eine neue Spaltaxt. Ich merke schon, das Video wird irgendwie ein bisschen langweilig, ne? Das kommt, weil ich im Moment auch echt K.O. bin. Ich werde mich morgen auch erstmal komplett ausruhen und irgendwie nur so ein bisschen Larifari-Sachen machen hier zu Hause. Weil nächste Woche wird schon wieder richtig actionhaft. Ja, eine neue Spaltaxt, die neue Fiskars, die X25 wieder, die ich ja durchgesägt habe, die habe ich mir auf jeden Fall noch neu gekauft. Dann habe ich mir noch, ja, das habe ich jetzt glaube ich gar nicht hier, das liegt noch alles auf dem Auto, diverse Feilgeräte für Ketten, also von Kettensägen. Und zwar diesen 2-in-1 von Stiel. Den habe ich jetzt in allen möglichen Größen. Also ich glaube, ich habe jetzt 4 oder 5 Schärfgeräte davon mir zugelegt. Also ich kann jetzt erstmal alles abdecken, was ich hier so an Kettensägen habe damit. Dann habe ich noch ein paar Feilen gekauft und ein paar Ketten noch für die Kettensägen. Alles Pillepalle, nochmal so einen Abstandshalter, damit ich nochmal genau kontrollieren kann mit dem Tiefenbegrenzer. Weil da kam mir das ab und zu vor, dass ich da nicht ganz richtig immer gearbeitet habe. Jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal so eine Leere besorgt, damit ich das nochmal halbwegs genau einstellen kann oder zurechtfeilen kann. Ja, so. Und noch ein bisschen Blödsinn habe ich noch gekauft. Was jetzt noch passieren wird, ist, dass ich morgen vielleicht den Amarok einmal ausräume. Ich will da jetzt irgendwie 2 oder 3 Regalsysteme einbauen. Also so ganz primitiv, einfach so wie so ein Kellerregal. Das wird da einfach so über Eck oder über U reingestellt. Sehr wahrscheinlich jetzt erstmal über Eck. Wo dann eben die Heckenscheren reinkommen sollen, vielleicht die Kettensägen noch, der Laubpuster soll da noch irgendwie mit rein, das soll alles so ein bisschen geordneter irgendwie hinten mal auf der Ladefläche werden, weil ich habe das gemerkt, ich habe jetzt was gesucht und es war einfach weg. Ihr findet nichts mehr auf dieser Ladefläche wieder. Da muss definitiv irgendwie Ordnung rein. Nur ich will da jetzt nicht so einen großen Aufwand betreiben. Das muss einfach und primitiv sein und ja, dass man einfach die Geräte da reinstellen kann. Erstmal, dass ich grob die Geräte da reinstellen kann. Und dann will ich da noch so irgendwie nochmal so ein paar, nochmal so ein Regalbrett rein, wo dann auch die Funkgeräte raufkommen, Beleuchtung. Ich habe schon so einen Stecker da, um alles über Strom zu laden. Jetzt fällt mir gerade ein. Was fällt mir denn jetzt gerade ein? Dass ich genau den falschen gekauft habe, glaube ich. Ach, ich Idiot. Na egal. Oder habe ich doch den richtigen Stecker gekauft, um die Lade... Doch, ich glaube, ich habe den richtigen. Hoffen wir mal. Auf jeden Fall, ja, das will ich auf jeden Fall noch alles machen. Ansonsten ist eigentlich diese Woche über, ja, ist da irgendwas Spannendes noch passiert? Nein, bis auf dieser eine Kunde, der mich echt ordentlich auf Trab gehalten hat. Was habe ich denn noch gemacht? Ja, ich habe noch einen kleinen Garten gemacht, das hatte ich euch, glaube ich, noch in dem Video erzählt. Und ansonsten, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, was überhaupt die Woche über war. Also, die verfliegt einfach, ne? So, was haben wir denn? Haben wir echt, ne, 20 Minuten, ne? 20 Minuten einfach Gequatsche. Ich weiß, heute ist irgendwie nichts Spannendes, ne? Ich hatte noch groß angekündigt, dass ich euch irgendwie tolle Sachen zeige hier und so, aber... Ich habe echt irgendwie, weiß ich nicht, das meiste liegt noch irgendwie auf dem Amarok, noch alles noch in der Plastiktüte und so. Ich habe jetzt auch neue Schrauben für den Häcksler. Das ist auch noch ein Ding, das kann ich euch auch noch eben schnell erzählen. Ich habe ja hier diese Messer vom Häcksler. Die sind mir ja komplett auseinandergeflogen, die liegen da unten gerade noch.
Oha, das habe ich auch echt gut geschärft hier. Und wollte einfach nur mal eben so 10 Reserveschrauben kaufen. So, das sind 12.9er. Hat mit der Zug- oder Reißfestigkeit zu tun, der Schrauben. Ja, meint ihr so, diese Schraubenladen, also es ist wirklich ja dieser Werkzeug, also ein Werkzeug und die haben extra ein Schraubenlager, nicht? Also extra eine Abteilung für Schrauben. Die haben sowas nicht. Die haben sowas nicht. Die mussten das auch bestellen, ne? Heftiger Kram. Ja, musste ich halt auch eine Woche jetzt drauf warten auf die Schrauben. Deshalb, der Häcksler stand jetzt hier mit abgebautem Trichter. Jetzt ist da irgendwie alles ziemlich angerostet, natürlich durch den Regen. Ich hatte da zwar was drüber gelegt, aber das ist leider runtergeweht, als es ein bisschen windig war und am Regnen war. Ja, gut, also das kann ich auch irgendwie wieder zusammenbauen. Vielleicht mache ich das morgen mal eben schnell. Dann werde ich sehr wahrscheinlich die Seilwinde am Häcksler abbauen. Warum werde ich sie da abbauen? Weil ich sie überhaupt nicht großartig jetzt mehr benutze, um jetzt den Häcksler irgendwie noch auf den Anhänger zu bringen oder so. Jetzt muss ich mal was gucken. Nö, da nicht. Der Hund rannte hier eben gerade so panisch nach vorne. Ja, die kommt auf jeden Fall ab. Die werde ich irgendwie am Anhänger anbauen, damit ich mit dieser Seilwinde quasi so Sachen, so, ich weiß nicht, mal irgendwie Sachen auf jeden Fall vielleicht auf den Anhänger ziehen kann oder immer so in die Kamera so ein bisschen. So. Irgendwie, ja, so Sachen auf den Anhänger ziehen kann oder vielleicht einfach mit der Seilwinde dann zum Not auch den Häcksler mal auf den Anhänger ziehen kann oder so. Ich glaube also auf jeden Fall, dass ich sie vom Häcksler abbauen werde, weil ich merke das auch, wenn ich irgendwie den Häcksler irgendwie schiebe oder so oder ziehe, ich muss ihn ja anheben und jedes Mal bleibe ich mit dieser Seilwinde irgendwo im Rasen oder so beim Kunden immer hängen. Das nervt auf jeden Fall total, also ich muss gucken, also entweder ein bisschen umbauen, dass ich die ein Stückchen höher setze. Weil, ja, ich habe sie jetzt nicht, also damals habe ich sie viel benutzt, um eben halt den Häcksler auf den Anhänger zu kriegen. Ja, mittlerweile habe ich doch so viel Kraft aufgebracht oder bringe ich doch so viel Kraft irgendwie auf, das Ding auch so auf den Hänger zu kriegen. Und ja, wenn ich das Ding auf den Hänger montiere, dann kann ich den Häcksler immer noch mit der Seilwinde dann auf jeden Fall raufziehen. So, gut. Das ist das. Was habe ich denn sonst noch Schönes für euch? Ach, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Das sind so im Moment die Sachen, die so passiert sind. Was steht als nächstes an? Ja, so, das kann ich euch vielleicht noch erzählen. Also ich muss noch einen Auftrag machen. Drei große Vorgärten. Nein, eigentlich nur einen, aber der besteht aus drei großen Beeten. So wollte ich es erzählen. Das steht noch an. Das muss ich jetzt noch erledigen. Das werde ich sehr wahrscheinlich irgendwie Dienstag machen. Montag müssen wir noch ein bisschen was abbauen, und zwar so eine Einfahrtsüberdachung mit Reetdach. Die kommt weg, die ist sauschwer. Das wird noch eine recht heikle Angelegenheit, das Ding da abzubauen. Also wir werden das wohl so machen, dass wir die Pritsche von Sebastian da drunter fahren. Die ganze Elektronik erstmal alles ausbauen und dann werden wir einfach an den Pfosten absägen. Ich werde einfach einen Feldkerb vorne reinmachen und ja, dann werden wir das Ding einfach fällen wie einen Baum, in der Hoffnung, dass das dann einfach so plumps hinten auf der Ladefläche liegt. Also soweit die Theorie. Ich weiß, ihr würdet es gerne sehen, nicht? Nee, ich werde es nicht filmen. Ich werde euch vielleicht dann davon erzählen, ob es gut gegangen ist oder nicht. Ich werde auch vielleicht noch ein Foto reinstellen von dem Ding. Aber das ist so eine heikle Sache, das lassen wir mal lieber, ne?
Also ich denke schon, dass das funktionieren wird, so wie wir uns das vorstellen. Aber das ist vielleicht nicht... Ja, ich weiß nicht. Die werden es damals mit einem Kran aufgebaut haben, aber... ja, wir wollen jetzt hier nicht einen Kran holen, um das Ding da irgendwie runter zu heben, ne? Deshalb, das muss schnell und einfach gehen. Die Säge angesetzt und dann muss das Ding einen Abflug machen. Ja, da warte ich eigentlich noch ganz dringend auf eine Nachricht vom Entsorger. Ach so, der Kollege hat sich auch schon wieder gemeldet. Na, das höre ich mir gleich an. Ja, das steht an. Dann müssen wir noch jede Menge Mutterboden verteilen. Mutterboden. Da werden wir nochmal ungefähr 1, 2, 3, 4 Kubik auf jeden Fall noch holen. Ja, was müssen wir noch machen? Ah, wir müssen noch so viel machen die Woche über. Das nimmt irgendwie kein Ende. Ich kriege auch im Moment noch andauernd irgendwelche Anfragen. Das ist echt heftig, da muss ich auch noch gleich eben drauf antworten. Ja, ich habe nächste Woche erstmal quasi frei oder frei auf Abruf. Ja, die Arbeitslage ist eben halt so, also in meinem ganz normalen festen Beruf, dass jetzt nicht wirklich viel los ist. Ne? Das Ganze hängt vielleicht auch jetzt mit Corona zusammen. Ich weiß nicht, ob einige Firmen schon irgendwie wegen Quarantäne zu sind. Bei uns ist es noch nicht so. Aber alle werden irgendwie in Homeoffice geschickt und habt ihr nicht gesehen. Und ich habe einfach gesagt, Chef, wie sieht's aus? Ich würde nächste Woche einfach unbezahlt zu Hause bleiben. Haben sie Bock drauf? Er guckte mich an, strahlt, sagt, jo. Ich sag, jo, finde ich auch gut. Also sehen wir uns übernächste Woche. Ja, aber wenn was ist und so, ne? Ich sag, ja klar, wenn was ist, ne, Nummer haben sie, einfach anrufen, dann komme ich her. Jojo, dann ist in Ordnung, dann machen sie das mal, ne? Hat sie natürlich gefreut. Ja, und ich kann ein bisschen nebenbei arbeiten und verdiene natürlich innerhalb von 1-2 Tagen genauso viel Geld, als wenn ich in meinem festen Job eine ganze Woche arbeite, ne? Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten, ne? Gut, so, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Wie gesagt, vielleicht habe ich bis nächste Woche, bis nächstes Wochenende dann ein bisschen den Amarok-Heckumbau, nenne ich es mal, oder Ladeflächenumbau fertig. Weil das will ich mir irgendwie geil einrichten. Ich hätte auch Bock irgendwie auf irgendwie so einen Kasten mit so ein paar Schubläden drin, wo man dann so Zeug reinschmeißen kann oder so. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, auf diese Werkzeugkisten und so keine Lust. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also es wird bestimmt irgendwas Improvisiertes werden, ne? Okay, so, das soll es dann erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Meine Nachbarn sind tüchtig am Sägen. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt Feierabend. Ich koche mir jetzt einen Kaffee, wasche mir ordentlich die Hände. Corona von den Finger waschen und dann hoffe ich mal, dass es euch nicht ganz so doll irgendwie trifft und nervt oder sowas. Deshalb, ich will auch gar kein Coronavirus-Video machen hier, da habe ich keinen Bock drauf. Ich höre die Scheiße den ganzen Tag im Radio oder so. Ich hoffe nur, dass es mich nicht trifft oder so. Und ich einfach ganz gemütlich weiterarbeiten kann. Gut, so. Das war echt wieder mal ein Gequatsche-Video. Aber ich glaube, nach den ganzen anderen Videos, die ich in letzter Zeit gedreht habe, ist das auch mal wieder in Ordnung, ne? Wie gesagt, nervige Kunden gibt es immer. Ende gut, alles gut. Er hat gesagt, er überweist das jetzt selber am Montag gleich, das Geld. Alles gut, wunderbar. Ja, und dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Also, macht's gut. Ach, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Ich weiß nicht, mir selber würde es, glaube ich, auch nicht gefallen, das Video. Wie gesagt, der Greifzug ist geil. Den werde ich auf jeden Fall, wenn wir den benutzen, nächste Woche, werde ich auf jeden Fall ein Video davon machen. Dann könnt ihr so ein Ding mal wirklich in voller Aktion sehen.
Also vom Einhängen quasi bis zum Busch rausziehen. Wie gesagt, das Ding arbeitet mit viel Kraft, aber eben halt langsam, ne? Also ihr holt irgendwas nur so Stück für Stück aus dem Boden. Also immer so 20 cm oder 25, 30 cm Hub, was ihr da macht. Aber ihr kriegt eben halt ordentlich schwere Büsche damit einfach rausgezogen. Ne? Und das ist halt das Geile an dem Gerät. Das heißt, nichts mehr mit dem Spaten rumbuddeln und so. Ihr zieht das einfach raus. Das lohnt sich auf jeden Fall und lag jetzt irgendwie so bei 250 €. Gut, macht's gut. Euer Kai von Gartenland.